Dieses Video wird präsentiert von Yfood, mein Partner bei längeren Fahrten und Kampf gegen den Hunger. Alle Infos findest du in der Videobeschreibung. Oh, ich sag's ja so, wie es ist, ne? Dies morgens früh. Oh. Das ist echt eine Umgewöhnung, Alter. So ab zum LKW. Mach hin, Junge. Das könnte auch mal ein bisschen beschleunigt werden. Das ist alles Arbeitszeit, die vergeht. Ruhezeit bis jetzt. Ja. So. Abfahrtskontrolle. Ja, ich habe jetzt hier so schöne LKWs hinter mir, Auflieger hinter mir. Boah, verzeiht mir, es ist echt morgens früh. Krass. Mit Rolltoren. Ja, das ist jetzt ein Tor, was so nach oben gerollt wird. Nicht mehr seitlich auf. Das heißt, du kannst einfach an die Rampe fahren. Und die Lagerarbeiter machen einfach das Tor so hoch. Ja. Ist halt ein Leihauflieger für die Spedition, die ich jetzt fahre. Ich bin vermietet. Oh, geil. So, beste Wetter. So, ich klicke die Kamera jetzt weg. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen kurz genaueren Check. Und wir sehen uns oben in Hamburg. My thoughts have never been clearer. What you doing to me now? They lie, they steal, they fool us. Deep down I probably knew this. I think I will be holding on to the one thing that I know is stronger. Love is blind. Yo. Wir haben es jetzt 11.16 Uhr. Ich stehe jetzt schon, glaube ich, im vierten Stau. Umfahren nützt nichts, weil kein großer Zeitgewinn. Ich habe jetzt noch 12 Kilometer bis zum Kunden. Eigentliche Ankunftszeit war mal 11 Uhr. Jetzt haben wir schon 11.06 Uhr und 11.18 Uhr ist Ankunftszeit. Auf dem Rückweg sieht es noch bescheidener aus. Da muss irgendwas bei Rossmann, bei der Abfahrt Rossmann passiert sein. Da war von der Autobahn oben, konnte man die Straßenkreuzung sehen. Und da waren so viele Polizeiautos. Da muss es einen Unfall gegeben haben, aber... Also ich habe 3 Streifenwagen gezählt und über die Autobahn kam noch ein 4. Mit Blaulicht dahin. Also vielleicht habt ihr ja was in der Zeitung gelesen. 4.11. glaube ich ist heute, ne? Ja. Keine Ahnung, was da los war. So, jetzt haben wir hier wieder... Ja gut. Ich habe planmäßige Abfahrtszeit um 12 Uhr beim Kunden und muss 45 Minuten Pause noch machen, damit ich den Rückweg schaffe, weil aktuell kann ich noch eine Stunde 17 fahren. Ja, ihr seht da die 45 Minuten da rechts, die zählt dann runter, das ist meine Pause, die ich noch machen muss. Und dann habe ich wieder 4 Stunden 30 Zeit zu fahren und die brauche ich auch komplett. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? So. Abgesattelt haben wir. Jetzt lasse ich ihn gerade noch runter. Fahren jetzt drunter weg. Jawohl. Und jetzt wird meine Ladung in einer halben Stunde ungefähr fertig. Und ja, so lange müssen wir uns hinlegen, ne? So, Überraschung, mein Auflieger ist schon fertig. Das heißt, dann nehme ich den jetzt und fahre schon mal den Rückweg. Ich habe ja noch eine Stunde Lenkzeit. Und lege mich dann zur Pause hin. Dann habe ich nämlich schon mal, ich sag mal, Teil des schwierigen Verkehrs geschafft. Jetzt müsste ich ihn nur finden. Er soll irgendwo hier am Ausgang stehen. Ich kann es euch nicht zeigen, weil ich hier keine Drehgenehmigung habe. Aber mich kann ich euch zeigen. Aber hier am Ausgang sollen dann die Auflieger stehen. Und ich, es ist ja einer von unseren. Da ist er. Dann schnappen wir uns den gleich. 10 Tonnen beladen und auf zum Rückweg. Jetzt stehe ich hier so nah dran. Die ist so eng, ich komme hier nicht aus meiner Tür. Ich muss zur Beifahrertür aussteigen. Glaubt ihr mir das? Ich passe hier nicht zwischen. Das ist unglaublich.
So, ich habe noch 14 Minuten Lenkzeit und werde jetzt den nächsten Parkplatz anfahren, um meine Dreiviertelstunde Pause zu machen. Aber wenn ich hier schon wieder sehe, dass da hinten schon wieder 15 Minuten sind und da eine Minute Verzögerung, und dann weiß ich jetzt genau, wenn ich gleich aufstehe, dann werden es wieder mehr sein. Also muss ich wieder Umleitung und Landstraße fahren. Es ist zurzeit auf der A7. Leute, die auch die A7 fahren müssen, ihr könnt es bestimmt bestätigen, es ist eine einzige Katastrophe. Es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. 3 Minuten vor Ende komme ich zum Stehen. So war es jetzt nicht geplant. Ich dachte, da käme noch ein Parkplatz vor der Raststätte. Aber gut, okay. Ist nochmal alles gut gegangen. So auf letzten Drücker muss ja nicht sein, ne? So, warum baut man Parkplätze eigentlich bergab? Das ist so furchtbar. Aber gut, dass wir hier mit dem Niveauausgleich ein bisschen arbeiten können. So, okay. Gute Nacht. So, Pause fast beendet. 11 Minuten muss ich noch stehen. 20 Minuten Powersnapping gemacht, bin dann aufgewacht, weil es so stark geregnet hat. Aber ist auch nicht schlimm, 20 Minuten reichen, dann fällt er nicht in diese Tiefschlafphase. Aber das Drama hier muss ich jetzt auch noch umfahren. Gut, brauchst du den LKW nicht waschen, bei dem Wetter, ne? Okay, ich werde jetzt mal gucken, wie ich werde, glaube ich, parallel der A7 fahren. Ach nee, ey. Drama. So, ich check das gerade mal. Hier sind wir aktuell. Ich werde dann wohl die B3 fahren. Die müsste ich jetzt auch gleich schon nehmen. Weil sonst muss ich quer hier rüber. Ab hier ist Stau. Das heißt, ich muss durch Celle durch. Jetzt ist hier auch noch. Was ist denn da? Übrigens, beste Navi, ich werde euch da noch ein Video zu machen. Das ist wirklich eine Erleichterung. Ich habe hier die Live-Dienste natürlich von TomTom mit drin und so. Aber demnächst stelle ich euch erstmal ein anderes Navi vor. Das 6250, meine ich, ist es. Das habe ich schon zu Hause. Aber jetzt heißt es erstmal irgendwie durchkommen. Ja, hier brauche ich nicht mehr abfahren, B3. Das heißt, ich muss hier schon auf die 3. Da muss ich runter. Ja, hier fahren wir schon auf die 3. Also quasi nächste Ausfahrt, runter, B3. Hier lang, durch, Celle durch. Das ist der Plan, weil das hier tue ich mir nicht an, Freunde. They made us lose our focus. The very same hands that formed us. So, jetzt haben wir es 16.57 Uhr. Ich bin angekommen. Ich habe es relativ gut noch geschafft von dem Stauverhältnis her. Und ich denke mal, das war eine coole Folge, oder?
Wollt ihr mehr solche Folgen? Schreibt sie in die Kommentare, Freunde. Hey. With me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, can get high with me, that's a deal, right?